Alex, wie bewertest du, wie ordnest du diesen 1:0-Sieg gegen St. Pauli an? Ja, als sehr wichtigen Sieg, vor allem jetzt nach der Niederlage gegen Karlsruhe, wo wir uns nicht so verkauft haben, wie wir wollten, haben wir erstmal eine gute Reaktion gezeigt. Ich glaube, ein Sieg ist mit nichts zu ersetzen. Trotzdem gibt es natürlich immer noch viele Dinge, die wir besser machen können und nehmen die 3 Punkte jetzt einfach mit und gehen einfach mit einem guten Gefühl jetzt nochmal in die letzten 2 Auswärtsspiele rein. Du hattest auch deine Aktionen. In der ersten Halbzeit die Parade beim Kopfball von Henk Fehrmann. Zweite Halbzeit die Parade gegen Müller-Daly gegen den Schuss. 1 gegen 1. Was ist dir da kurz durch den Kopf gegangen? Wie geht man in so eine Situation? Ja, beim 1 gegen 1 versucht man eigentlich so schnell wie möglich oder so lange wie möglich stehen zu bleiben, den Winkel gut zu verkürzen, sich groß zu machen. Gehört natürlich auch das nötige Glück dazu. Das war auf meiner Seite, aber dafür bin ich einfach da, um der Mannschaft dann auch zu helfen. Das ist mir gut gelungen, darüber bin ich natürlich auch froh.